Einen wunderschönen guten Tag. Oder auch kann man schon guten Abend sagen, kann man schon machen, ist ja dunkel draußen. Herzlich willkommen hier bei WH Selfinvest. Mein Name ist Stefan Fröhlich. Ich freue mich, dass Sie alle wieder dabei sind, dass Sie sich hier für unsere Webinare interessieren und dass Sie ein wenig lernen wollen zum Thema Trading. Und der Dienstag Nachmittag beziehungsweise der späte Nachmittagabend ist ja mal traditionell unser Webinar- und Lerntag. Und da freue ich mich ja auch immer sehr gerne, Sie hier regelmäßig begrüßen zu können zu unserem WH Self-Invest Schrägstrich Investui, können wir heute auch noch mit dazu nehmen, Webinar. Und es geht heute um ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe es gerade noch mal mit meinem Gast im Vorgespräch besprochen, ein unterschätztes Thema, aber sehr, sehr, sehr wichtig, und man sollte sich damit wirklich gut auskennen, denn es ist die sogenannte, in Anführungsstrichen, Geheimwaffe aller institutionellen Anleger und Investoren. Die arbeiten alle mit diesen Dingen, mit diesen saisonalen Preismustern, und wir wollen uns heute anschauen, wie man diese Preismuster relativ leicht und einfach und vor allen Dingen richtig identifiziert und dann auch entsprechend anwendet. Das Ganze natürlich in unserer Haus- und Hofplattform Nanotrader. Insofern nochmal ganz herzlich willkommen, dass Sie dabei sind. Ja, wie immer muss ich am Anfang mal hier den Risikohinweis Ihnen zeigen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, es ist wichtig, weil wir schauen uns im Nanotrader Kurse und Charts und auch Systematiken an, die sich im derivativen Anlagebereich bewegen. Das heißt, es sind komplexe Finanzinstrumente, die auch wegen ihrer Hebelwirkung mit einem hohen Risiko behaftet sind. Und da sollten Sie bitte auch sorgfältig, eventuell unter Einschaltung externer Berater im Vorfeld prüfen, ob diese Anlageform und diese Investitionen und ja, Finanzprodukte im Großen und Ganzen für Sie geeignet sind. Und Sie sollten sich auch bitte mit den Kontraktspezifikationen und den Risiken der einzelnen Kontrakte, in die Sie investieren möchten, im Vorfeld vertraut machen. Wichtig ist noch, dass Sie die Gewinne, die realisierten Gewinne, die Sie auf einem Demokonto vielleicht gemacht haben oder die Sie in einem Backtest gesehen haben, natürlich keine Garantie für zukünftige Gewinne sind und sind auch nicht verpflichtet, Hebel zu nutzen. Und alles, was wir Ihnen hier heute zeigen und sagen, ist natürlich komplett ohne Gewähr und keine Aufforderung, Geschäfte dieser Art zu tätigen. Also, das ist nochmal wichtig, dass wir das alles schön jetzt haben. Und insofern nochmal herzlich willkommen. Ich gebe nochmal so die Gelegenheit, dass hier der ein oder andere sich noch schnell einwählen kann, damit er auch von Anfang an dabei ist. Saisonale Preismuster identifizieren ist mein Thema, und ich habe mir einen Gast heute wieder an die Seite geholt. Das ist etwas, was ich heute mal nicht alleine bestreiten werde, sondern da habe ich mir sehr kompetente Hilfe an die Seite geholt und freue mich jetzt sehr, Ihnen einen Gast vorstellen zu können, der auch schon einige Male bei uns im Webinar präsent war und sogar auch im Friday Traders Club schon mal bei uns entsprechend performt hat. Das ist ja auch eine schöne Veranstaltung, die wir regelmäßig immer wieder machen, wo wir die ganzen Trader-Spezialisten zu Wort kommen lassen und das mal in einer etwas ja, Workshop-artigen Form sogar. Ziel des Friday Traders Club ist ja immer ein bisschen länger als eine Stunde, also so zwischen 2 und 3 Stunden sogar zu präsentieren, in Online-Form, manchmal auch in Hybridform, das heißt in unserem Büro an, als Live-Event und gestreamt oder eben nur in unserem Büro. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie so gerade die Gegebenheiten das hergeben. Auf jeden Fall habe ich mir heute Erik Wagner an die Seite geholt. Er ist sowohl Day- und als auch Swing-Trader, als auch Investor und Gründer der EWAG, also EWAG Handelssysteme. Das Unternehmen entwickelt Börsensoftware für die Nanotrader in Zusammenarbeit mit Lutz England von der Firma Signalworks. Und erste Erfahrung sammelte Erik im neuen Markt. 2000 war das, ja. Wer sich noch erinnert, mit einzelnen Aktien. Von da an war die Leidenschaft für den Kapitalmarkt entfacht und ist bis heute trotz einiger ungemütlicher und schmerzhafter Erfahrungen in den ersten Jahren ungebrochen. Ja, wer hat die nicht gemacht, diese ungemütlichen und schmerzhaften Erfahrung. Im Vordergrund steht immer der Keep It Simple-Ansatz. Das begrüße ich immer sehr. Bin ich auch ein großer Fan von Keep It Simple, Stupid. Trading muss nicht kompliziert sein, und dabei helfen gute Werkzeuge, mit denen man Zeit sparen und effektiv die Handelsvorbereitung erledigen kann. Und er ist auch derjenige, der unser sensationelles SR-Tool, also dieses Seasonal Research Tool im Nanotrader, ja, entwickelt hat und uns zur Verfügung stellt im Store. Insofern ganz herzlich willkommen, schönen guten Abend, lieber Erik. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Abend, lieber Stefan. Ich grüße dich und auch einen schönen Gruß an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend mal wieder die Gelegenheit habe, mit euch zu euch sprechen zu dürfen und Ja, euch sehr das schön. Du zeigen zu hast dürfen, was allerdings wir hier. irgendwie noch ein Kameraproblem, glaube ich, gerade. Also irgendwie. Das wollte ich gerade sagen als nächstes. Die ist gerade irgendwie ausgefallen. Ich switch Ach, gerade einfach mal okay. ein bisschen hin und her. Probiere Hat es mal eine sich Sache zu schalten. verabschiedet, das gute Teil. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also wir müssen ja auch nicht mit Kamera machen. Du kannst ja einfach Ja, mal du hast mich ja gerade schon gesehen im Vorgespräch. Ich habe dich gesehen, du bist da, wir hören dich, alles gut, wunderbar. Prima. Bevor ich dir den Bildschirm gebe, würde ich dann ganz einfach mal noch eine kleine Umfrage machen. Dann haben wir noch mal so eine Idee, wie unsere Truppe sich hier zusammensetzt. Das finde ich immer ganz hilfreich. Da kommt dann immer hier die berühmte Frage. Da ist sie auch schon. Wann haben Sie mit dem Live-Trading angefangen? Und zwar vor mehr als 4 Jahren, in den letzten 3 Jahren, oder ich trade im Moment nicht an den Märkten. Das kann ja auch sein, dass Sie eine Pause gerade machen. Vielleicht, weil Sie ja durchaus auch eine Verluststrecke haben, dass Sie mal ein Drawdown sind. Das kann sein, dass Ihnen die Volatilität einfach zu hoch ist, weil die ist ja wirklich knackehoch im Moment. Also da muss man wirklich aufpassen. Und oder es kann auch sein, dass Sie gerade dabei sind, vom Demokonto ins Live-Konto zu wechseln, schlicht und ergreifend. Gibt es viele Gründe. Also das ist aber immer mal ganz spannend zu sehen, wie groß die Gruppe ist, die im Moment mal nicht an den Märkten aktiv ist. Das hatte ich in den letzten Malen, wo ich das abgefragt habe, war die mal sehr hoch. Da war die also so über 30%, 33%. Heute sind wir sehr niedrig, wie ich gerade sehe, in diesem Segment dabei. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt also, alles aktive Trader, das finde ich natürlich sehr gut. Und das findet der Erik bestimmt auch gut. Ja, also, dann haben wir jetzt so 2 Drittel, die jetzt abgestimmt haben. Schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ich sage mal 3, 2, 1. Dankeschön. So, und übertragen wir das Ganze nochmal. So, so sieht es also aus. 25% vor mehr als 4 Jahren, 63% in den letzten 3 Jahren haben, also die große Mehrheit hat so in den letzten 3 Jahren mit dem Training angefangen. Dann haben wir noch ein paar Veterans sozusagen, ein Viertel ungefähr der Gruppe und nur 13%. Das finde ich überraschend niedrig. Traden im Moment nicht am Markt. Das ist doch schon mal cool. Gut, super. Ja, dann gebe ich dir einfach mal den Bildschirm rüber. Dann Jawohl. kannst du da mal loslegen. Alles klar. So, dann machen wir auch die Kamera aus, würde ich sagen, und dann legst du einfach los. Ja, genau. Ja, wunderbar, man Ich sieht hoffe, doch dass alles das. sehr, sehr, ja, Ziehen wir sehr den gut. Bildschirm? Oh, Gott sei Dank. Ja, alles Also, gut. Man sieht ihn. Du hast wenn man jetzt noch mich nicht sieht, ist nicht so schlimm. man sieht jetzt die Folien an der Seite. Vielleicht kannst du mal Ja. irgendwie in den Bildschirmmodus gehen, dann in den Präsentationsmodus. So. Ja, Okay. so ist Also, schön. Perfekt. ich würde kurz genau durch die Präsentation durchgehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, also wenn man mich nicht sieht, ist nicht ganz so schlimm. Aber wichtig ist, dass man den Inhalt sehen kann und auch versteht hoffentlich, um was es geht. Also nochmal schönen guten Abend an alle. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und dass ihr euch für dieses Thema Saisonalitäten interessiert. Wie der Stefan schon gesagt hat, das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade im Insti-Bereich, also bei den institutionellen Händlern, ist es ja elementar und unverzichtbar, weil die ja wirklich nach diesem Ansatz auch vorgehen und damit auch erfolgreich ihre Fonds verwalten, managen und so weiter. Also es ist eigentlich ein unverzichtbares Thema, was leider noch immer mehr in der Nische ist und nicht ganz so ausgeprägt. Aber vielleicht können wir da ein bisschen Abhilfe schaffen. Also erstmal zu mir, kurz meine Person, kurz ein paar Worte. Ich bin der Erik Wagner, ich bin Gründer und Inhaber der EWAG Handelssysteme. Ich bin selber Händler, Investor und auch Unternehmer oder unternehmerisch tätig, indem wir Softwareprodukte entwickeln, zusammen wie der Stefan das schon gesagt hat, mit Lutz England von Signalworks zusammen bauen wir Handelstools, um Handelsinstrumente entsprechend vernünftig handeln zu können, also gewinnbringend, profitabel. Und das ist so die Hauptaufgabe von der kleinen Firma, die wir gegründet haben und die ich gegründet habe. Und auch biete ich an, so eine Art Betreuungsdienst. Also ich will jetzt nicht, ich vermeide jetzt bewusst den Namen Coaching oder Mentoring. Das wird sehr gerne und häufig benutzt. Ich sage einfach immer gerne, ich begleite dich auf deinem Weg dahin.
unterstützt dich dabei und zum profitablen Händler mit eben dem saisonalen Ansatz. Genau, das ist so das, was wir hier machen. Und den Risikohinweis hat der Steffen ja gerade schon mal vorgelesen. Ich habe ihn auch noch mal mit drin, aber ich denke mal, das reicht ja auch, was du vorgelesen hast, Stefan. Damit kommen wir ganz gut klar. Ich denke. Ja, genau. Dann kann man gleich das überspringen und gehe ich mal auf die erste Folie drauf. Der Seasonal Screener, also ein neues Tool, was auf dem SR-Tool, auf dem Seasonality Research Tool aufbaut. Zwei unabhängige voneinander verfügbare Produkte sind es dann, aber es baut auf dem einen auf. Und zwar wird es einfach die Saisonalität herangezogen als Grundlage, um Preismuster, also das macht man mit dem SR-Tool ja auch, aber man macht es mit dem SR-Tool selber von Hand. Und dieser neue Screener, der nimmt mir quasi diese Arbeit ab und lokalisiert vollautomatisch diese Preismuster, zeigt sie mir anschließend in Form von Signalen in einer Tabelle an über das sogenannte Signal Radar. Also das habt ihr ja auch schon eine Weile bei euch im Angebot. Und großer Vorteil ist einfach bei dieser Signalradar-Tabelle, die aktualisiert sich konstant selber. Also man muss das nicht von Hand selber machen, den Screener einrichten, laufen lassen von Hand jeden Tag, sondern das macht diese Tabelle selber, das Signalradar macht es selber von alleine. Und was wichtig ist, die Signale, die werden nur herangezogen oder werden nur angezeigt, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, also ein Vorfilter, eine sogenannte Bewegungsintensität oder auch, kann man sagen, vielleicht eine Qualität des Signals, wenn die erfüllt ist, diese Bedingung, dann wird ein Signal generiert und angezeigt im Screener. Also Vorfilterung, Bewegungsintensität heißt einfach, ich brauche jetzt zum Beispiel bei Aktien, da mache ich das ganz gerne mit 5%, muss zum Beispiel ein Wert gestiegen sein oder gefallen sein im Schnitt die letzten 5 Jahre, um mir ein Signal anzuzeigen. Also was kleiner ist, was drunter ist kleiner als 5% ist, möchte ich gar nicht sehen. Das ist mir einfach zu wenig. Und alles, was größer oder gleich 5% ist, entspricht dann quasi dem Filter und Signale werden akzeptiert und ich sehe sie nachher dann auch in der Plattform. Genau. Und wenn eine Position eingenommen wird, also ein Engagement in Betracht gezogen wird von euch, dann könnte diese Position mit dem, was wir entwickelt haben, ist eine einzigartige Funktion in dem ganzen Screener noch, die ist mit drin, das TMS, Trade Management System. Also das ist eigentlich nichts anderes als eine Möglichkeit oder eine grafische Unterstützung für euch in der Plattform, dass ihr sehen könnt, wo habt ihr eure Einstiegskurse, eure Preise, eure Stoppmarken, eure Gewinnmitnahme. Limits, das kann ich euch da noch zeigen. Im Verlauf der Folie gehe ich da noch ein bisschen drauf ein. Und es ist anwendbar auf alle verfügbaren Instrumente, die es gibt bei BASF Invest. Also muss immer noch dazu sagen, mindestens 5 Jahre brauche ich eine Historie, dass ich die Validität, kann man sagen, einfach von einem Preismuster auch habe oder eine vernünftige Validität. Und ab 5 Jahren fängt es einfach so an, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt 5 Mal hintereinander, hat es sehr schön funktioniert, da könnte was dahinter sein. Das können wir uns näher anschauen. Also mindestens 5 Jahre und dann haben wir schon mal eine gute Ausgangsbasis. So, dann haben wir, so sieht es nachher aus, die Tabelle. Das ist die vom Signalradar, die Tabelle, die Auswertung. Da steht da dran, also zum Beispiel habe ich jetzt hier in Violett eingerahmt, die AMD-Aktie. Da war am 1. November diesen Jahres war ein Signal, also es ist schon 23 Uhr, also Wechsel von der Nacht, über Nacht ist das Signal quasi entstanden oder erkannt worden. Und kann ich auch nachher im Nanotrader mal zeigen, genau, müsste sogar noch aktiv sein oder gültig sein, das Signal. Und wir haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dieser Screenshot gemacht wurde von der Tabelle, aber seitdem dieser Screenshot gemacht wurde, haben wir sind wir mit 4,3% im Profit mit dieser Strategie. Und das ist ja mal nicht so schlecht. Also das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und dass ihr einfach mal seht, wie das nachher aussieht im Signalradar und wie einfach man das nachher umsetzen kann. Das ist wirklich sehr simpel gemacht.
Aber wirklich war eine kleine Herausforderung. Also wir haben da wirklich mehrere Monate dran gearbeitet, bis wir so weit waren, bis wir mal was Vernünftiges präsentieren konnten. Aber an der Stelle Grüße gehen raus an den Timo Heck von euch, von BH Selfmade. Der hat das wirklich super umgesetzt, ganz toll. Und das Ergebnis seht ihr nachher dann in der Plattform. Jetzt gehen wir noch Da mal einfach freuen wir uns kurz durch die natürlich Folie. drüber. Lob nehmen wir mal gerne an. Ja, das kann man auch gut gerne mal erwähnen, wenn es angebracht ist, auf jeden Ja, Fall. absolut, absolut. Also das ist übrigens ein Kollege, der auch im Support sitzt, ne, der also auch tagtäglich sozusagen das Telefon bedient, den Chat bedient, die E-Mails beantwortet von den Kunden, von den handelnden Kunden. Und ja, für diesen Support werden wir tatsächlich ja auch immer ausgezeichnet von der Qualität. Ja, also deswegen kann man das auf jeden Fall mal erwähnen, weil die da wirklich jeden Tag einen super Job machen. Das stimmt, absolut, auf jeden Fall. Gut, dann habe ich euch mal hier einen Screenshot gemacht von der AMD-Aktie, also gerade von der eingerahmten Aktie, die hier drin ist, im Screen in der Tabelle. Einfach mal die Gesamtübersicht über 5 Jahre habe ich hier mal eingeblendet. Ihr seht oben im Preischart, seht ihr den Kursverlauf der Aktie. Ihr seht vertikale, grüne und rote durchgezogene Linien. Das sind die Signale, von denen ich vorher gesprochen habe, die auf der Saisonalität, die hier unten im Verlauf ist, wir sehen könnt, die werden dadurch erzeugt, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Ich weiß nicht, ob man kann meine Maus sehen. Geht es hier oder? Kann man das sehen Ja, noch? doch, man sieht Kann sie. man Ja, sehen? doch. Okay. Ganz oben links im Fenster, wo diese Seasonality Research Signal und Express stehen, da ist eine kleine Klammer und da steht 5 und daneben Yes. Und dieses 5, das ist quasi die Filterdefinition, also was ich mindestens haben möchte an Bewegungsintensität, um mir ein Signal anzeigen zu lassen. Und man sieht, es war hier sehr gut erfüllt. Das waren, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, 55 Signale, also über 50 Signale waren es auf jeden Fall, die hier bestanden sind die letzten 5 Jahre. Und die haben alle mindestens 5% an Bewegung gehabt. Also alles drunter fällt raus, das ist hier nicht drin. Es kann auch sein, es sind welche dabei, die haben auch 10% gehabt oder so. Die sind ja da auch mit drin, aber mindestens 5% und alles, was drunter ist, möchte ich nicht sehen. Das ist mir einfach zu wenig, das bringt mir zu wenig. Jetzt tue ich jetzt mal ein bisschen auf oder reinzoomen am besten. Da sieht man das mal kurz genau. Warte, ich gehe nochmal eins zurück. Ganz rechts am Ende vom Nanotrader seht ihr hier unter dem Fenster deaktiviert, wo ihr den Trade Guard aktivieren und deaktivieren könnt. Seht ihr noch so leicht grün, so eine durchgezogene Linie. Das ist das Signal vom 1.11., was in der Signalradar-Tabelle zu sehen war. Das war das letzte Signal in der AMD-Aktie. Wenn ich hier ein bisschen reinzoome, dann sieht man das hier auch. Also ich habe es mit dem Pfeil markiert und es ist eigentlich ganz gut gelaufen sogar. Also man kann es, ja, ist ein bisschen klein zugegebenermaßen, aber man kann es erkennen, wie es funktioniert, wie es laufen soll. Ein Signal kommt, ein Long-Signal und dann idealerweise steigt dann der Markt auch in die Richtung oder die Aktie oder ein Short-Signal und entsprechend fällt dann die Aktie, jetzt wie am 2.3. zum Beispiel, 2. März dieses Jahr. Hat super funktioniert, mal nicht so gut, mal auch nicht so gut. Also es funktioniert mit einer Trefferquote von, aber da gehe ich später darauf ein, das wäre vielleicht ein bisschen zu früh, davon Trefferquoten zu sprechen. Jetzt gehen wir nochmal eins weiter am besten. Ich habe nämlich noch den Nasdaq mitgebracht, die Technologiebörse bei den Amerikanern. Da habe ich im Jahr 3 Signale. Und gleiches Kriterium für die Vorfilterung, auch wieder 5%. Und bekomme 3 Signale übers Jahr. Und sehe dann hier, wenn ich weitergehe, schaue ich mir mal die Signale an. Das sind 2 Long-Signale und ein Short-Signal. Das eine hat ja nicht so gut funktioniert Anfang des Jahres. Das Short-Signal hat gut funktioniert. Und das Long-Signal im März hat auch sehr gut funktioniert. Also es sind so, ja, jetzt mal nur 2 Beispiele gewesen, die ich jetzt mal rausgesucht habe, um das einfach mal ein bisschen beispielhaft darzustellen. Natürlich, es gibt so viele Instrumente, die man da handeln kann und wo man Signale bekommen kann. Also es ist schon echt nahezu grenzenlos. Jetzt möchte ich mal kurz ein bisschen drauf eingehen, auf die Trefferquoten bei den letzten 5 Jahren, was ich da mal geladen habe. Also bei der AMD waren es 45 Trades. Es waren über 50 Signale, aber es waren tatsächlich nur 45 Trades, die auch gemacht wurden.
Davon waren 29 Gewinner und 16 Verlierer, also Trefferquote von 64%. Im Nasdaq war es ein bisschen anders, da waren es die weniger Signale, da waren es einfach 15 Trades, 11 Gewinner, 4 Verlierer, 73% Trefferquote. Auch ganz cool, ganz nett, kann man eigentlich ganz gut damit arbeiten. Jetzt möchte ich noch mal kurz erklären, was ihr da im Kleinen gesehen habt. Das war eigentlich nur... Erik, ich habe noch mal eine ganz kleine Anmerkung. Ich habe gerade mal gerechnet, weil das hat mich mal gerade interessiert, weil ich gerade gesehen habe, 4,3% im Gewinn war ja dein Signal Radar. Ne? Das war ja ziemlich cool. Und jetzt hätte mich mal interessiert, weil ja auch immer der oder was heißt der Hinweis, Einwand würde ich jetzt gar nicht sagen, aber der Hinweis von den Kunden kommt, mit den Gebühren. Ne? Das ist ja immer so ein Thema. Ja? Wie in welchem Verhältnis steht das eigentlich zu dem, was man da handelt? Wenn ich jetzt mal davon ausgehen würde, ich würde das im Nanotrader, im CFD-Konto umsetzen, dann könnte ich im Prinzip hier 100 Aktien kaufen. Stehen jetzt ungefähr so bei $77, also sind wir bei 7.700 Dollar, die ich da einsetze. Das Minimum für die Order ist $7, das heißt also für einen Trade zahle ich $14. Wenn ich das jetzt umrechne auf die 7.700, die ich da gehandelt habe, dann ist das noch nicht mal ein Prozent, ne, was ich da habe, also das ist 0,1% irgendwie jetzt auf den Gesamtbetrag ohne Hebel gerechnet. Ja, also insofern, selbst wenn du hier ein halbes oder ein Prozent hast, bist du mit 4,34% immer noch haushoch profitabel. Also das wollte ich nur mal kurz mal als Anmerkung bringen zum Thema auch, das ist einfach auch okay, das ist günstig, so zu handeln. Ja, ich glaube, man kann aber auch mit euch ein Arrangement treffen, dass man das ein bisschen reduzieren kann, die Gebühren, wenn ich es richtig weiß. Ja, nicht bei den Aktien, da geht es leider nicht. Also bei den Aktien geht es nicht, ja, weil die werden wirklich ja auch an der Börse gekauft und da hast du einfach höhere Kosten. Aber diejenigen, die jetzt wirklich ganz auf den Preis gucken und vielleicht ein bisschen geiziger sind als andere, da könnte ich nochmal anbieten, unsere Freestocks-Angebot anzuschauen, weil da könntest du die AMD eben komplett kommissionsfrei sogar haben. Das wäre, nur das geht dann halt nicht mit dem Nanotrader. Also deswegen, man muss immer so ein bisschen gucken, was ist eigentlich die beste aller Welten. Ja, genau. Also die Gebühren kann man sozusagen sehen, ein bisschen wie die Inflation gerade. Also ich muss, wenn ich 10% Inflation habe, also 10 Euro Gebühren habe und ich mache davon nur 12 Euro Gewinn oder 12% Gewinn, dann habe ich natürlich klar, das geht davon weg. Das ist richtig. Also ihr wollt ja auch und ihr sollt ja auch was dran verdienen, das ist ja gar keine Frage. Das ist natürlich, Stefan hat da vollkommen recht, das ist alles die Performance vor Gebühr und vor Steuer, muss man dazu sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das war jetzt nur mal so ein Beispiel. Das war trotzdem zu zeigen. Gut, ne? Darauf wollte ich ja hinaus. Das ist trotzdem gut. Und das ist ja das, was du ja auch checken musst, bevor du irgendeine Strategie ins Leben rufst. Dann geht es darum, was machen die Gebühren mit meiner Performance? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, also ganz genau. Es ist meistens umgekehrt. Der Broker ist nicht zu teuer, sondern andersrum. Die Strategie ist nicht profitabel genug. So sieht der Hase meistens aus. Das stimmt, ja. Aber man muss dazu sagen, dass man kann es jetzt nicht nur auf Aktien anwenden, man kann es auch auf Indizes, auf Rohstoffe, auf Währungspaare und natürlich auch im Future. Also wenn da einer von euch ein Future-Konto hat und das da auch anwendet, habt ihr da auch nochmal ganz andere Gebührenkonditionen. Dann hast du und so völlig andere Relationen, da hast du völlig recht. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel, du hast ja schön dieses Nasdaq-Beispiel gebracht, wenn ich das mit so einem Index-CFD mache, dann wird es tatsächlich viel, viel günstiger, weil ich da die pauschal 3 Euro habe, egal wie viel ich handle pro Order oder eben die 0,007% vom Handelsvolumen. Das ist ja schon noch gar nichts mehr. Ne? Das waren zwei Nullen, ne, hinter dem Komma im Übrigen. 0,007. James Bond sage ich immer. Ja. Also das ist erst extrem wenig. Ja. Eine James Bond Order, okay. Eine James Bond Order, genau. Ja, das muss man natürlich immer berücksichtigen, klar. Die Gebühren, die fressen natürlich schon auch einen Teil von der ganzen Sache wieder auf, wie man verdient hat. Aber wenn man etwas hat, und das ist ja auch das, woran ich immer arbeite, etwas finde oder etwas gefunden hat, entwickle jetzt das Rad oder finde das Rad jetzt nicht neu. Aber ich will einfach, dass die bestehenden Sachen, die es gibt, dass die einfach mit einem neuen Layout
versehen werden und dann, wenn möglich, so effizient und so produktiv wie möglich sind, also was die Handelsergebnisse und die Performance angeht, dass da einfach so viel wie möglich rausgeholt werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da liefern solche Techniken oder solche technischen Hilfsmittel wie dieses Tool jetzt zum Beispiel gerade, über das wir reden, hervorragende Dienste. Also das jetzt hier, dieser Screener und auch sein Vorgänger, das ganz einfache SR-Tool, was es gibt, das kann es einfach nur immer wieder empfehlen, dass man diese wirklich kleine Investition tätigt und da einsteigt und sich das holt und einfach auch nochmal das in seinen eigenen Handelsstil vielleicht mit einbaut. Ne? Das ist schon sehr, sehr wichtig. Dass man sich wundert, okay, warum funktioniert es da nicht so richtig, wenn ich da long gehe, wo ich ein klares Long-Signal habe. Wenn ich mir aber die Saisonalität in diesem bestimmten Zeitraum anschaue und sehe, aha, ich hätte da eigentlich niemals long gehen sollen, sondern weil ich hätte eigentlich einen Vorteil auf der Short-Seite, dann brauche ich mich nicht wundern. Aber ich weiß es ja nur, wenn ich es habe und es sehen kann. Deswegen, Stichwort Institutionelle, die nutzen das ja auch, nicht einfach nur zum Spaß, weil sie was haben, was vielleicht cool aussieht, sondern weil es halt auch funktioniert und erwiesenermaßen funktioniert. Wie auch nochmal, Stichwort Markteffekte bei Investui. Da geht es ja hauptsächlich nur darum, saisonale Preismuster. So, also genau, hier waren wir schon. Genau hier bin ich stehen geblieben. Beim TMS, die Betreuung einer offenen Position. Also jetzt nochmal, sieht man es ein bisschen größer dargestellt. Ich habe hier vier horizontale Linien. Also ich habe einmal die blaue, das ist der Einstiegskurs, da setze ich mein Limit drauf. Ich habe die grüne durchgezogene, die vertikale grüne Linie, genau, das ist mein Signal, was ich bekommen habe, was ich dann sehe vom Vortag. Und am heutigen Tag lege ich dann quasi idealerweise vor Eröffnungskurs oder vor dem Opening der Börsen lege ich quasi mein Limit hier drauf. Das kann ich ja jederzeit machen, das ist ja kein Problem. Lege ich mein Limit hier hin und meine Stoppmarke, mein Stop-Loss auf die rote Linie, ein Gewinnziel 1 auf diese grüne Linie hier und das zweite Gewinnziel auf diese grüne Linie hier oben. Und dann habe ich meine Arbeit schon getan und dann lasse ich das Ding einfach laufen. In dem Fall, in diesem Beispiel jetzt, ich meine, das ist ja schön, deswegen habe ich das genommen, sehe ich ganz einfach, was passiert. Ich werde ausgeführt auf dieser blauen Linie, mein Limit wird ausgeführt, ich werde geholt, ich bin im Markt drin. Der Kurs bewegt sich. Ich schalte ja parallel auch durch, dass man sehen kann, was passiert, aber wie das funktioniert, die Logik dahinter. Gewinnziel 1 wird geholt mit dieser Kerze hier. Mein Stopp, oder ich realisiere einen kleinen Teilverkauf, nehme einen Teil Gewinnmitnahme und setze meinen Stopp. Das ist ganz wichtig, sobald ich mein Risiko verdient habe, setze ich meinen Stopp Break-Even auf den Einstiegskurs. Ich kann diesen Trade dann nicht mehr verlieren. Ich habe einen Teilgewinn realisiert, habe meinen Stopp Break-Even gesetzt und kann eigentlich nichts mehr falsch machen. Wenn das zweite Gewinnziel geholt wird, dann setze ich meinen Stopp-Loss auf das erste Gewinnziel drauf und lasse ihn da einfach liegen. Und dann geht es ganz normal weiter. Dann muss ich den Markt entscheiden lassen, was er tun möchte. Ich kann es nicht beeinflussen, keiner von uns, denke ich mal, kann das. Wir sind alle zu klein, um den Markt zu bewegen. Ich schaffe es nicht. Und muss dann einfach den Markt entscheiden lassen, was er tut. Und dann wird der Stopp einfach manuell nachgezogen. Und an der Stelle biete ich dann auch so ein bisschen an, wen das interessiert, wer das möchte, noch so ein bisschen das Maximale aus diesen Positionen rauszuholen. Da gibt es einen schönen, einfachen Weg, wie ich es finde. Also ich kann das gerne anbieten, an der Stelle die Erfahrung, die ich da gemacht habe, da weiterzugeben. Wenn da jemand Interesse dran hat, dann gerne einfach mich kurz anschreiben per E-Mail an ewaghandelssysteme@gmail.com. Also die E-Mail-Adresse, die ist am Anfang der Folien war, sie zu sehen. Und am Ende zeige ich sie auch nochmal ganz kurz. Also wer da Interesse hat, noch ein bisschen mehr rauszuholen oder das umzusetzen, wie es ich mache, der kann sich gerne bei mir melden. Das ist gar kein Problem. So, dann würde ich sagen, Stefan, also ich habe jetzt noch ein kleines Goodie. Für die noch da sind, ein kleines Angebot, das habe ich mit euch Ja, oder gerne. mit Stefan ausgehandelt, genau. Und zwar haben wir uns überlegt, wir bieten diesen Screener, den gibt es im Store von BH Self Invest, für eine Investitionssumme von 50 Euro zuzüglich der Mehrwertsteuer, wird sie angeboten werden, aber wir haben jetzt gesagt, okay, wir machen eine kleine Aktion draus, wir machen das jetzt um 20% weniger für die ersten 30 Anfragen, die mich erreichen per E-Mail. Bekommen die ersten 30 eben das Ganze um 20% weniger. Das haben wir uns mal so überlegt, als kleinen Anreiz vielleicht noch. Und das SR, also das Seasonality Research Tool,
Gibt es ja auch im Store bei euch für 49 zuzüglich Mehrwertsteuer zu kaufen. Und das haben wir auch gesagt, da gehen wir auch 20% runter für Neukunden. Also wer jetzt noch kein Kunde ist von euch oder wer noch ja, jemanden kennt vielleicht, der Kunde werden möchte von BH Self-Invest, einfach wegen beiden eine E-Mail an evakandelssysteme@gmail.com, mich einfach anschreiben und wie gesagt, die ersten 30, die bekommen dann einfach diese Vergünstigungen. Das sind beides einmalige Preise, ne? Das ist so, ne? Das sind einmalige Preise, genau. Einmalige Preise. Einmal investiert und dann haben wir es für immer. Und dann ja, hast du es für immer als Lifetime-Lizenz. Ich poste mal ganz kurz im Chat hier doch die E-Mail-Adresse. Da kann man dich dann noch anschreiben. wobei ich muss noch dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen in der Folie reinzuschreiben. Beim Screener wird es noch die Möglichkeit geben, das als Abonnement zu machen. Also wer sagen Ja. möchte, der möchte es einfach mal testen für ein paar Euro 50, der kann es auch gerne machen. Läuft dann einen Monat und dann war es das, beziehungsweise wird dann regelmäßig wieder erneuert, aber das ist ja über, ich glaube, bei euch läuft es über PayPal, wenn ich es richtig weiß. Das kann man dann einfach abstellen wieder, wenn man es nicht mehr haben Das möchte. geht immer über PayPal, alles, was über den Store geht. Genau. Aber jetzt muss ich noch mal fragen, weil das ist ja neu. Dieser Screener, der ist dann mit einer monatlichen Gebühr? Wie Oder bitte? wie ist das? Du warst Ist kurz der weg. Screener mit einer monatlichen Gebühr oder wie ist das? Wie ist das geplant, weil das ja neu ist? Ich kenne das ja noch Ah, nicht. jetzt habe ich dich verstanden. Du warst kurz weg. Ich habe dich gerade nicht Ah, gehört. okay. Okay. Also wir haben das so geplant: einmalig die 50 Euro und dann halt das Abonnement, um das sich mal anzuschauen, wenn man es möchte, wenn man sich ganz sicher ist. Und dann kann man sich das Ah, auch so rum monatlich läuft's. holen, Jetzt wenn man das möchte. habe ich verstanden. Alles klar. Ja, Also genau. dieses, das ist dieses Hybridmodell. Jetzt habe ich es. Alles klar. Das heißt also, der Genau. kostet nur normalerweise 50 Euro einmalig. Also beides einmalige Sachen. Aber es kann ja sein, dass man sagt, nee, man will sich das nochmal einen Monat angucken und dann gibt es einen verringerten Preis, wo das dann nach einem Monat praktisch als Abonnement wieder fällig wird. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil ich würde es mir auf jeden Fall dann einmalig kaufen. Also Ja. mal ganz ehrlich, ja, weil dann die 50 Euro sind dann gut investiert. Okay, alles klar. Das heißt also, das ist auch noch wichtig. Brauche ich die Vollversion vom Nanotrader, um praktisch diese Sachen hier umzusetzen? Also der Radar Screen, oder dieses Signal Radar, so dieses Signalradar, was wir ja implementiert haben, das funktioniert bei beiden. Ne? Das funktioniert auch bei dem kostenfreien Free. Und hier den Screener selber und das Research Tool, da braucht man dann den Full, damit das vernünftig funktioniert. Genau. Gut, dann würde ich mal in den. Na, hängt doch fest. Jetzt, okay. Da würde ich mal kurz in den Nanotrader reingehen. Einfach mal, um das zu zeigen, wie es aussieht. Ah Jetzt ja, muss ich kurz cool. das Fenster hier einschieben. So. Okay, Ach, passt, das genau. Silver Also, Layout hast du. Sehr schön. da gibt es auch ein anderes noch, ich weiß gar nicht. Ja, na klar, vier Stück gibt's. Ah, vier Stück. Oh, muss ich mir mal anschauen, wenn ich Zeit habe. Aber ich fand das eigentlich ganz gut. Das ist Ja, immer. also ich finde es auch sehr, sehr schön, dieses Silber. Also du kannst oben in Extras, wenn du in den Farbmanager gehst, da kannst du einstellen, ob du Silver, ob du Classic, ob du Dark haben willst. Ja, also da gibt es die Ah, verschiedenen. Genau, die vier hier. Ah, da, okay. genau da. Ja, Muss ich also mal schauen. Vielleicht verbessert das. manche mögen ja auch diesen dunklen Hintergrund, weil sie es einfach von den amerikanischen Softwareherstellern gewöhnt sind. Ne? Das ist ja so typisch US-amerikanisch, diesen schwarzen Hintergrund mit den grünen und roten Candles. Ich persönlich mag eigentlich immer das Helle, also ich bin eigentlich immer so, mag das Licht einfach. Aber wie gesagt, das Ja. kann jeder einstellen. Ja, mal gucken, ich probiere mal. Vielleicht verbessert sich dadurch nochmal die Performance ein bisschen. Ich weiß es nicht. Kann man mal gucken. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, Dafür haben wir das okay. eingebaut. Das ist gut. Ah, okay. Nochmal Performance Booster durch die Farbwechsel. Okay. Genau, Sehr cool. genau. Also ich hab ja vorher von der AMD-Aktie gesprochen und ich habe sie jetzt hier mal schon aufgemacht und zwar, oder ich mache es von vorne mal einfach nochmal, also was ihr vorher im Screenshot gesehen habt, das war einfach diese Tabelle, aber die war vom 1. November. Nee, stimmt ja gar nicht, nee, ich weiß gar nicht, von wann die war, aber sie war definitiv etwas nach dem 1. November aufgezeichnet worden oder ein Screenshot davon gemacht worden.
Was ihr seht, die AMD-Aktie. Wo war sie denn? AMD. Ah, hier genau. Ah, nee, der Trade ist sogar schon geschlossen. Der ist sogar schon zu. Geschlossen bei 65, bei knapp 66 US-Dollar geschlossen. Genau, seht ihr hier. Also die Logik nochmal kurz zu besprechen, wie das funktioniert. Ich habe hier diesen vertikalen Balken, Signal. Ich habe hier eingestellt die 5%, die Bewegungsintensität. Man muss aber dazu sagen, die ist hier im Signalradar, ist die fest. Ich kann die zwar hier verändern, das kann ich zwar machen, aber es hat keine Auswirkung auf die Signalgebung nachher in dem Signalradar. Da ändert sich nichts. Wenn ihr euch aber dieses Tool holt, diesen Screener holt, dann habt ihr auch diese Version hier zur Verfügung. Und ihr könnt dann auch von Hand hier den Screener laufen lassen. Ihr könnt euch eure Instrumente selber alle einstellen, wie ihr sie braucht, was ihr handeln möchtet. Ihr könnt euch die Bewegungsintensität definieren. Das könnt ihr alles selber noch machen, wenn ihr das möchtet. Aber das sind die Voreinstellungen hier im Signalradar und die sind eigentlich fest. Also bei Aktien sind sie bei 5% und bei Forex sind sie, glaube ich, auf 1,5%. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sind so die Erfahrungswerte, die ich da einfach gemacht habe und die habe ich euch auch damals mitgeteilt. Und so sind sie eingestellt bzw. hinterlegt. Und so funktioniert es eigentlich auch, finde ich, am besten bis jetzt. Aber klar, also das. Aber du siehst ja natürlich auch sehr, sehr gut. Ja? Das war jetzt wirklich der zweite oder was? Nee, der war tatsächlich der erste, wo das Signal getriggert wurde und da waren wir bei 60, ne? Und der hat also ganz locker beide Gewinnziele erreicht. Ist jetzt ja, sogar genau. Bei 77. Also da sieht man auch die Power der Saisonalität, weil AMD ist ein typischer Techie-Wert, ne? Chip-Hersteller und also auch Teil des bei der Nasdaq. Und es ist tatsächlich so, dass diese Aktien Saison haben, ja, so ab Oktober kann man sagen. Ja, so Oktober, November, Dezember sind die besten Monate für Tech-Aktien oder überhaupt für US-amerikanische Aktien. Da haben wir eben die sogenannte Jahresendrallye. Ja, das ist auch saisonal tatsächlich bewiesen und ist sehr häufig der Fall. Genau. Und was man sagen muss, also gerade bei der Aktie sieht man auch sehr schön, gerade diesen Anstieg, diesen saisonalen Anstieg, das waren mehr wie 5%, das waren, weiß man nicht, ich glaube, über 20% waren das bestimmt. Also sehr, sehr, sehr ordentlich, wirklich. Und wenn man sehen kann, okay, ich habe jetzt mein Limit hier liegen gehabt, ich hatte zwar am Folgetag von diesem Signal meinen Öffnungskurs hier oben, aber ich wurde über den Verlauf des Tages fiel der Kurs runter und mein Ziel, beziehungsweise mein Limit, mein Kauflimit wurde ausgeführt und ich bin drin gewesen im Markt. War erst ein bisschen im Minus, klar, aber das Ding braucht einfach Zeit. Wenn ich mir dann die Saisonalität anschaue, die läuft ja eine ganze Weile, die ging ja vom 1. November bis zum 9., also eine gute Woche hat es eigentlich Bestand gehabt oder Gültigkeit. Ja. Es ist nur so, also ich habe ja gesagt, ich habe meinen Einstieg hier, wenn ich dann getriggert werde, das ist, glaube ich, mit Stack hat sich passiert, genau, mit der am 4.11. wurde mein erstes Gewinnziel, also mein Limit hier geholt. Ich setze meinen Stop Break-Even und dann kann es sein, ich wurde vielleicht mit dieser Kerze hier ausgestoppt, das weiß ich jetzt nicht genau, Spread-bedingt, der bei euch ja sehr gering ist, aber trotzdem, selbst wenn ich ausgestoppt wurde, war ich immer noch profitabel mit diesem Trade und wenn nicht, dann habe ich ja gesehen, was passiert ist. Ich habe mein zweites Gewinnziel gerissen, ich muss dann einfach den Trade ein bisschen laufen lassen und gucken, was der Markt macht. Nur weil die Saisonalität hier zu Ende ist, heißt es nicht unbedingt zwingend, dass das jetzt auch wirklich aufhört, sich zu bewegen in die Richtung. Das muss es nicht sagen, das muss es nicht heißen. Deswegen muss ich dem Markt die Zeit und die Luft geben, sich noch weiter entfalten zu können, aber mich auch entsprechend abzusichern. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also vielleicht zwei Sachen. Also ich glaube, der ist nicht ausgestoppt worden. Also wenn du auf Break-Even gehst, auf dieses blaue, wäre das Niveau der blauen Linie. Aus dem einfachen Grund, die Limit-Order wird ja getriggert, wenn der Ask-Preis den blauen Bereich reißt. Im Nanotrader haben wir immer den Bid-Preis als Charting. Das heißt also, er muss eben ein bisschen tiefer liegen, damit das Limit überhaupt ausgelöst wird. Und da das Bid hier, das ist ja auch, diese rote Kerze widerspiegelt den Bid-Preis. Das heißt, ich glaube nicht, dass du da ausgeführt worden wärst, wenn du das Stop-off-Break-Even gehabt hättest. Das nur mal am Rande.
damit man das auch versteht, ja, warum, wie macht der das eigentlich? Und was ich auch nochmal klarstellen wollte, vielleicht für diejenigen, die noch nicht so firm sind mit der Saisonalität und mit diesem Seasonality Research Tool, dieser grüne Bereich, den wir da haben, praktisch vom Signal, von der Signalgebung bis zu der Blaufärbung unten in dem Subchart, ja, diese grüne Bereich, das ist praktisch die Saisonalität, die dein Tool anzeigt, ne? Die sagt jetzt, okay, hier sind wir jetzt saisonal betrachtet long. Exakt, ganz genau. Okay, Was du da wollte ich findest, und genau. nur noch mal wiederholen, dass das auch jeder auf dem Schirm hat. Ja, genau. Also ich habe das damals ja so entwickeln lassen, oder mir war das wichtig, dass eine bestimmte Anzahl an Prozent, genau gesagt 0,15 und 0,5% werden an Rückgängen toleriert, also bei Aufwärtsbewegungen, bei Abwärtsbewegungen, und färben sich nicht gleich in eine andere Farbe um. Das heißt, es kann Ja. natürlich sein, dass es dann einfach ist ein bisschen träger, aber das ist ja auch ein Swing-Ansatz, und dass ich nicht bei jeder kleinen minimalen Gegenbewegung annehmen muss, jetzt geht es in eine andere Richtung, sondern das ist einfach, das wird so akzeptiert, das wird toleriert bis zu einem bestimmten Grad und bleibt dann bestehen. Und irgendwann, wenn es einfach zu viel ist, dann heißt, nee, okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist Schluss. Jetzt verliert die Saisonalität, dieses Preismuster verliert jetzt an Kraft, an Dynamik und schwächt sich langsam ab. Deswegen habe ich das so eingerichtet damals. Das war damals noch einfach für mich sehr, sehr wichtig. Ja, gut, Nee, dann, wenn es ich da ist nicht sehr, ausgefragt sehr, wurde, sehr, sehr cool, ja. ja, dann lief es ja auch extrem gut noch weiter im Nachhinein. Also Absolut. ich würde auch nicht das deckeln und sagen, hier oben ist der Deckel drauf auf der Position, sondern es einfach weiterlaufen lassen und weiter betreuen und einfach das Maximale rausholen aus dieser Position. Das hat ja hier sehr gut funktioniert. Wir können auch noch mal kurz auf ein, zwei andere Beispiele eingehen. Zum Beispiel hier Seagate Technologies. Also das ist jetzt schon auch ein Trader zu. Sonst stünde er hier noch da, aber der hat 13,2%. Das ist also Performance sehr, sehr, sehr ordentlich. Das muss man erst mal schaffen. Hier ist jetzt eine Besonderheit, und zwar, ich wurde reingenommen in die Position, also genau die gleichen Bedingungen vorher auch. Ich wurde reingenommen in die Position und aber hier ausgestoppt. So. Da ging es mit dieser Kerze hier nochmal rein. Also man kann es machen, ein Re-Entry. Ich mache das bis zu einem bestimmten Grad, mache ich es noch. Also wenn ich sehe, dass die Hälfte von der Saisonalität noch intakt ist, würde ich mir zutrauen, nochmal einen Einstieg zu machen. Wenn aber mehr vorbei ist wie die Hälfte, lasse ich es einfach bleiben, weil dann ist die meiste Bewegung vorbei, und ja, dann mache ich das einfach nicht mehr. In dem Fall hätte ich es nochmal machen können. Hätte nochmal funktioniert, hat auch funktioniert, aber ist nur so am Rande. Also wenn die Hälfte der Saisonalität vorbei ist, ist es noch okay. Und wenn schon aber mehr gelaufen ist wie die Hälfte, dann würde ich sagen, lass die Finger davon. Dann ist der Zug einfach abgefahren und konzentriere dich aufs Nächste. Ganz einfach. Ja, aber Ja. finde ich gut. Also das finde ich echt gut, weil das ist genau der Punkt, den viele nicht in ihrem Handelssystem integriert haben als Regelwerk, dass sie nämlich definieren, wenn ich ausgestoppt bin, gibt es erstens ein Re-Entry und zweitens, wie sieht der aus? Ja, also was Ja, genau genau. für Umstände müssen eintreten, um diesen Re-Entry zu machen? Und das ist super, dass du das so exakt sagst, dass du eben auch sagst, okay, wenn der mehr als die Hälfte gelaufen ist von der Saisonalität, lasse ich Finger von. Ja, super. Ja, das ist klar. Man muss ja sich an die Regeln halten, auch ein bisschen. Also ein bisschen. Man muss sich genau an die Regeln halten und das auch so umsetzen. Und wenn das einfach dann gut, vielleicht tut es mal weh, aber dann tut es einmal kurz weh, aber dann geht es wieder weiter. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und was ich noch sagen kann, man muss jetzt nicht einfach hier immer in den Chart reinklicken. Man kann es auch sehr gut sehen, wie die Entwicklung von der Kurve war, Ja. wenn ich hier drauf gehe. Man sieht es vielleicht auch immer, wenn man in Investui geht, dann sieht man, glaube ich, auch mal die aktuellen Trades, die sind auch ähnlich abgebildet, genau, Das sind diese wie sie Profit- sich und Loss-Profile, ja, genau. genau wie die sich entwickelt haben bis zum Stand aktuell. Also so sieht es noch aus. Einfach die Maus drüber schweben lassen, kurz warten, dann wird es angezeigt, dann sieht man das. Aber man kann auch an diesem schwarzen Dreieck hier unten sehen, okay, wo sind wir, oder einfach auf die Zahl schauen. Jetzt sind wir gerade hier Break-Even bei Kroger oder bei APA Corporation. Das ist auch ganz cool. Also das ist auch ein sehr schöner
Trade gewesen. Ja, wobei hier war ich, na, eigentlich nicht. Also ich wurde hier zwar auch, ja, reingenommen, ausgestoppt und dann aber wieder reingenommen, weil es war eine riesen Bullenkerze. Und wie gesagt, die Regel sagt ja, die Hälfte, und ich bin noch in der ersten Hälfte, dann hätte ich das nochmal machen können, nochmal einen Versuch wagen können, was auch geklappt hat an der Stelle. Und dann erstes Ziel geholt, zweites Ziel geholt und ja, dann hat es ja noch ganz gut funktioniert. Was aber auch wichtig ist an dieser Stelle, ist Chance-Risikoprofil. Also ich verliere, wenn die Position im Verlust landet, verliere ich klar das, was ich hier sehe. Das ist jetzt vielleicht ein Zentimeter, was ich verliere. Wenn ich gewinne, dann gewinne ich einen Zentimeter, setze meinen Stop Break-Even und kann nicht mehr verlieren, habe einen Teil verkauft, einen Teil realisiert vom Profit, setze meinen Stop Break-Even, kann nicht mehr verlieren. Und wenn ich dann idealerweise, jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwo was finde, wo das richtig fulminant gelaufen ist. Ja, genau, hier zum Beispiel. Das war das hier. Also ich gewinne hier einen Zentimeter raus aus dem Trade und Stop Break-Even. Ich hole den zweiten raus, also das zweite Gewinnziel, setze meinen Stop hier nach und habe einfach nochmal eine richtige Absicherung drin. Also ja, ich bin unterm Strich damit auf jeden Fall profitabel, wenn ich mir auch die Performance anschaue, also die Trefferquoten, die Ergebnisse anschaue, die ich damit habe. Und hier zum Beispiel ein Short Trade, der auch sehr schön war. Oder hier ist immer ein Beispiel, wo es gar nicht funktioniert hat. Ich hatte zwar einen schönen Trade, hätte einen schönen Trade gehabt, das ist zwar ärgerlich, aber ich bin dann einfach raus an der Stelle. Ich bin gar nicht reingekommen. Mein Limit lag hier. Kurs war über dem hier, über der Eröffnungskurs war über dem Limit, wo ich reingegangen wäre. Ich wurde nicht reingeholt. Das passiert leider auch. Das, ja, muss ich akzeptieren und ja, abtun. Also, das gehört leider dazu. Ja, also das ist nie ideal, ne? Also Börse ist nie ideal. Also, so eine Fälle wirst du immer haben. Gerade wenn du mit Limiten arbeitest, wird das häufiger passieren, dass du nicht ausgeführt wirst, weil der Kurs dir einfach wegrennt. Völlig normal. Ja, genau. Na, also das ist Na genau, sehr das gut. ist, das ist, Vielleicht noch mal eine Sache, weil wir hatten ja schon mal ein Webinar gemacht, wo wir das SR-Tool vorgestellt haben, na, wie das so im Nanotrader funktioniert. ja. Die Ergänzung ist jetzt tatsächlich dieser Screener über das SignalRadar. Aber wie ich uns so kenne, haben wir den Screener auch so konstruiert, dass du ihn selber einbauen kannst in eigene Universumme. Oh Gott, was ist die Mehrzahl? Universa, keine Ahnung. Also in verschiedene Aktienportfolios, die du selber dann testest mit dem Screener. Genau. Und das kannst du dann rüberlegen. Und das vereinfacht die Arbeit natürlich ungemein, weil so musstest du ja immer praktisch durch die einzelnen Charts gehen, um ja, das drüberlegen zu können, um was finden zu können. Und der Screener nimmt ja jetzt echt viel Arbeit ab. Ja, genau, das meinte ich hier, den Screener, diese Das da hier Skriptfunktion. genau. Ja, genau. Ja, super, ja. Ich kann es mal einfach beispielhaft mal laufen lassen. Also so sieht das nachher Ja, aus. Also so kann ja, man das ja. auch machen, wenn man das möchte. Man muss es halt Exakt. selber tun. Ich finde es nicht schlimm. Dramatisch ist es nicht. Es ist eigentlich gleich gemacht. Es dauert vielleicht 1 Minute 50, bis es durchgelaufen ist. Das sind jetzt nur 50 Werte, die ich hier drin habe. Man kann es doch bis zu 150 Werten ausbauen, wenn ich es richtig weiß. Aber dann muss man es einfach kurz durchlaufen lassen und hat seine Lieblingswerte immer im Blick und sieht dann, wenn ich ein Preismuster habe. Das wird mir dann ein bisschen anders angezeigt wie wie im Signalradar. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Da ist nichts groß anders. So siehst du, jetzt ist auch schon So. durch. Also es dauert Wir ja sind auch nicht durch. lange. Nee, wie gesagt, das waren jetzt 50 Werte bloß, also nicht die Welt. Dann kann ich mir das hier auch anzeigen lassen. Genau, letztes Signal. Tesla. Aber ich muss das erstmal verbinden hier. Genau. Tesla Motors am 7.11. Beziehungsweise ich kann das hier auch ein bisschen anders einstellen. Das von der, vom Filter her. Das kann ich auch mal zeigen, wie das funktioniert. Also so sieht es dann nachher aus, beziehungsweise so sah es lange Zeit aus, bis wir uns überlegt haben, es in den ins Signalradar einzubauen. Genau, und wenn ich keine Signale habe oder die einfach zu lange zurückliegen, dann kommt halt nichts. Also genau, so sieht es hier aus. Und was ich zeigen kann, das ist einfach, geht mal kurz komplett raus. So, es sind 5%. Jetzt gehe ich einfach mal
Seht ihr, was dann passiert? Ich rolle das einfach ein bisschen höher. Ich gehe jetzt auf 7,5% hoch. Dann habe ich Ah, bloß noch weniger vier. Signale. Dann habe ich weniger Signale, genau. Man muss sagen, es passieren genau zwei Dinge. Wenn ich mit dem Filter hochgehe, mit der prozentualen Bewegung, die Qualität der einzelnen Signale nimmt zu, aber auch die Anzahl der Signale nimmt ab. Das heißt, ich habe wirklich weniger Signale zur Verfügung. Wenn ich jetzt noch weitergehe, dann habe ich gar keine mehr. Also das jetzt mal bitte ignorieren. Genau, das ist vom Signalradar quasi in Stein gemeißelt kurz. Das ist einfach hier drin, weil ich noch mit dem Signalradar verbunden bin. Aber das einfach ignorieren. Also es wäre eigentlich ab 8% wäre gar nichts mehr. Das heißt, die Hannover Rückversicherung, die Aktie, die hatte kein Preismuster, was 8% hatte in den letzten 5 Jahren. Also das, genau. 7,5%, da habe ich auch entsprechende Ergebnisse. Also zum Beispiel hier 2020, also da hatte Ja, ich natürlich Wahnsinn, ein fulminantes Ergebnis drin gehabt. Also es war schon gigantisch. Wobei dann halt auch die letzten, das hier war jetzt auch nicht so gut, okay. Da wurde ich aber auch nicht reingenommen in diesen Trades, wie man sieht. Der Eröffnungskurs war einfach über dem Limit. Also ich hatte da kein Problem damit. Ich habe es gesehen, okay, hat nicht funktioniert. Ich bin rausgenommen oder bin gar nicht reingenommen worden. Ich nehme mein Limit von Hand wieder raus. Warte vielleicht, bis die Hälfte vorbei ist und wenn da nichts passiert ist, dann nehme ich es einfach raus und ja, dann ist okay. Ja, und sowas hier, dann komme ich halt in den Verlust rein. Ja, man muss einfach ein bisschen auch diversifizieren, man muss einfach ein bisschen schauen, was habe ich für Aktien, die mich interessieren, für Währungspaare oder Rohstoffe, ICs, was auch immer. Stelle mir eine schöne Liste dabei zusammen und definiere, welche Bewegungsintensitäten ich haben möchte, mindestens haben möchte. Und baue mir dann quasi meinen Screener selber. Also hier habe ich maximale Handlungsfreiheit. Hier kann ich alles machen, alles einstellen, alles nach Gutdünken, so wie ich es haben möchte, für mich ausprobieren. Genau, einfach ein bisschen zum Experimentieren oder auch selber sich dann halt entsprechend mit den Aktien auseinandersetzen. Das ist hier alles möglich. Ja, hier ist wirklich alles möglich im Nanotrader. Und wer vielleicht jetzt noch ein bisschen irritiert ist und sagt, ah, hier ist so viel möglich, ja, man kann hier so viel machen. Und ja, vielleicht auch noch nicht bei WH selber, wer es Kunde ist, sondern vielleicht bei einem anderen Broker, dem kann ich Folgendes empfehlen. Einfach mal auf Ja klicken. Ja, haben Sie Interesse an einem Plattform-Coaching bei Kontoeröffnung? Dann klicken Sie bitte auf Ja, geben Sie auch bitte Ihre Telefonnummer in den Chat ein. Und dann nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf. Ja, für alle diejenigen, die schon Kunde sind, da ist es ja so, da gibt es auch Möglichkeiten, ein Plattform-Coaching natürlich zu kriegen, aber in erster Linie ist ja da unser legendärer Support derjenige welche, der Ihnen immer weiterhilft, 8 bis 22 Uhr börsentäglich. Und da gibt es ja viele, die eben, oder wenn eben jemand jetzt noch nicht Kunde ist, dann hat er hier eine Chance, mal das Ganze kennenzulernen. Super, danke schön dafür, fürs Mitmachen. So, dann haben wir wieder Bild. Ja, danke auch. Sehr gerne. Ja, sehr gut. Mir kommt noch die Frage, wie kommt man zur Aufzeichnung vom heutigen Webinar? Das ist eigentlich ganz simpel. Und zwar direkt im Nanotrader gibt es oben in der großen Icon-Leiste, da gibt es News. Da steht jetzt so eine 9 Plus hinter. Siehst du die auch, Erik? Die News oben, dieses Icon? Ist so das erste, zweite, dritte, vierte von rechts, bei der großen Eigenleiste. Erik, bist du noch da? Hallo? Jetzt scheint er irgendwie weg zu sein. Hallo? Erik? Warte, warte, warte. Was? Hallo? Okay. Stefan, kannst du mich wieder hören? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, Wunderbar. jetzt Egal, aber mein wunderbar. Internet ist irgendwie weg. Die Verbindung war verloren.
Ah, die war verloren. Okay, das habe ich nämlich jetzt. Ich habe immer verzweifelt hier geguckt, ja, ob die wirklich noch da ist oder weg ist. Also ich wollte sagen, bei den News da oben, da gibt es ja dieses große Icon. Das da, Genau. genau. Da, wenn man da Kann ich raufklickt, da öffnen. findet man alle Aufzeichnungen von unseren ganzen Webinaren und mehr. Da gibt es noch die Börsenlöwen und alles Mögliche. Ja, genau. Und auf dem YouTube-Kanal von WH SelfInvest, genau, da stehen die dann auch Genau, online, die beim ganzen Webinare. genau, da stehen die auch online. Kann man natürlich auch gucken, wie heißt Self Invest Deutschland, ne? Auch eine Möglichkeit. Aber ich finde das hier mal ganz gut, weil man dann auch sieht, dass das schon veröffentlicht ist. So ein Mausklick, ja, ist die Sache erledigt. Also auch mal ein spezieller Service auch für unsere Kunden. Ja, also Genau. super. Dann blend doch noch mal kurz bitte die Folie ein mit dem Angebot. Das wollen wir noch vielleicht noch mal zum Schluss hier bringen. Genau. Ja, Da ist so. es doch. Ah, guck mal. Wunderbar. Ja, also, es sind alles einmalige Preise, haben wir ja jetzt geklärt, ne? Also no, statt normalerweise 50 Euro, 40 Euro für den Screener, für diesen Seasonal Screener. Und statt 49 Euro, 39 Euro. Also es ist wirklich, dazu kommt immer die Umsatzsteuer. Das ist insofern ein bisschen blöd mit den Preisangaben in unserem Store, aber das liegt halt daran, dass das Umsatzsteuerrecht ja etwas komplizierter gemacht wurde durch die EU, und zwar in dem Sinne, dass der Wohnsitz des Kunden maßgeblich ist für den Umsatzsteuersatz, der letztendlich in Rechnung gestellt wird für das einzelne Geschäft. Und da wir das nicht wissen, wo der ist, können wir halt von vornherein nicht sagen, was mit Umsatzsteuer bei rauskommt, sondern wir können mal nur Nettopreise in den Store schreiben und müssen dann schauen, ja, wo wohnt denn derjenige? Aha, der ist in Deutschland, also 19% kommen oben drauf und dann ändert sich der Preis eben nochmal in den Netto plus Mehrwertsteuer, also in den Bruttopreis. So sieht Genau. das aus. Ja, prima. Ja, dann vielleicht noch der Hinweis, wir haben, jetzt kann ich hier vielleicht nochmal kurz den Bildschirm hier an mich reißen und auch die Kamera anmachen. So, jetzt müsste man das auch sehen. Ja, wir haben ja hier immer unsere Webinare. Das heißt, wir haben am morgigen Mittwoch hier wie Sie die wichtigsten Forex-Paare smart und im Handumdrehen erfolgreich handeln, die Trading Range FX Scalper Trading Strategie, die wird, ich gehe mal rauf, die wird von meinem Kollegen, die Moritz Paar aufgezeigt. Und wenn wir hier auf alle Webinare gehen, dann haben wir auch den Gesamtüberblick. Genau, hier sind wir. Ja, 16 bis 16:45 ist das. Morgen am Mittwoch, Donnerstagabend gibt es auch noch 19 bis 20 Uhr Trading Psychologie verstehen und beim Handeln erfolgreich einsetzen mit Dirk Frischewski und Malte Kaub. Wird ja auch alles aufgezeichnet, kann man sich dann auch im Nachhinein noch anschauen. Und Blick auf die Börse. Markus Gabel, wie immer am Freitag, macht den Schluss der Woche sozusagen von 12 bis 13 Uhr. Gibt es da die Zusammenfassung seiner wöchentlichen Trades? Und vielleicht, das ist auch nochmal ganz spannend: Besseres Investieren mit Markteffekten. Das ist eben genau das Thema, was wir ja jetzt eben besprochen hatten, über das Thema Saisonalitäten. Hier geht es um Investui, also hier das monatliche Webinar sozusagen zum Thema Investui. Mit meiner Kollegin Iris Heinen, die wird von 16:30 bis 17:30 mal erzählen, was so den Monat über gelaufen ist, was es Neues gibt zu Investui und die laufenden oder aktuellen Begebenheiten und Entwicklungen entsprechend durchsprechen. Also ist eigentlich immer ganz spannend, der Iris da mal zuzuhören. Das ist am Freitag 16:30. Ja, und mich erlebt er dann nächsten Dienstag wieder, 22. November, pünktlich 17:30 Uhr. Und da werde ich mal den Nanotrader wieder ein bisschen vorführen und mal so ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen. Power-Plattform Nanotrader, so einfach kann es sein. Also da wollen wir mal so ein bisschen durch die Features gehen. Und ja, da können wir auch natürlich die eine oder andere Frage klären, wenn da Bedarf besteht, mal auch was Spezielles anzusprechen. Der Raum ist da auf alle Fälle da. Ja, lieber Erik, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute Abend dein Tool vorzustellen und mal ein bisschen über Saisonalität und Nanotrader zu sprechen. Fand es sehr kurzweilig und interessant. Vielen Dank dafür. Und Ja, sehr ja, gerne, sehr gerne. Macht mir wir immer sehen und hören großen uns auf jeden Fall. Ja, prima. Das freut mich sehr. Also, Spaß. dir einen schönen Abend, Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie schön gesund und bis zum nächsten Dankeschön. Mal. So long.
Hier ist Stefan Fröhlich. Ciao, ciao. Tschüss.